Sie war dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Liebste. Sie hat den Koran auswendig gelernt. Sie ist die Frau, die von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran entlastet wurde. Es war ihr Schoß, auf dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen letzten Atemzug tat. Wir sprechen über unsere Mutter, Aisha bint Abi Bakr radiallahu anha. Sie war selbstbewusst, klug und eloquent. Sie liebte ihren Ehemann, den Propheten alaihi salatu wasalam. Urwa sagte, ich hörte die Ansprachen von Abu Bakr radiallahu an und die Ansprachen von Omar radiallahu an und Uthman und die Ansprachen von Ali. Aber niemand war so eloquent wie Aisha radiallahu anha. Aisha war ein Beispiel in allem. Ein Vorbild für eine Qanita, für eine Mu'mina, eine Saliha, für eine Musliha, für eine Alima. Ein Vorbild für eine Sheikha, eine Murabiyya, Ummul Mu'minin. Sie ist ein umfassendes Beispiel, wie eine muslimische Frau sein soll. Aisha radiallahu anha ist auf Rang 4 der größten Überlieferer von Ahadith. Es existiert kein Fiqhbuch, das nicht die Ansichten von Aisha anführt. Es existiert kein Tafsir und auch keine Hadith-Sammlung, die nicht den Namen von Aisha nennt. Und wie Ibn Hajar al-Asqalani sagt, sie ist die größte Gelehrte unter den Frauen dieser Umma. Vermutlich ist sie die größte Gelehrte aller Zeiten. Aisha radiallahu anha ist die Tochter von Abu Bakr radiallahu anha, die Enkelin von Abu Quhafa Uthman ibn Amr. Aisha wurde etwa 3 Jahre nach der ersten Offenbarung geboren. Es wird überliefert, dass sie rötliche Haut hatte. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nannte sie Humaira. Die Kleidung von Aisha war sehr schlicht. Es wird überliefert, dass sie gerne ein rotes Kleid trug, über welchem sie einen schwarzen Umhang trug. An ihrem Finger trug sie einen goldenen Ring. Sie wurde mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Alter von 6 Jahren verlobt. Und im Alter von 9 Jahren vollzogen sie die Ehe, wie Aisha selbst überliefert. Dies ereignete sich kurz nach der Schlacht von Badr, im 3. Jahr nach der Hijra. Viele Gelehrten sagen, es war ein Befehl Allahs subhanahu wa ta'ala. Sie beziehen sich auf folgende Überlieferung. Der Gesandte Allahs sagte, du wurdest mir 2-mal in meinen Träumen gezeigt. Ein Mann trug dich in einem seidenen Tuch und sagte zu mir, das ist deine Frau. Ich enthüllte es und siehe da, du warst es. Ich sagte zu mir, sollte dieser Traum von Allah sein, so wird er ihn bestimmt wahr werden lassen. Da Aisha radiallahu anha vorwiegend in Medina aufwuchs, hatte sie ähnliche Charakterzüge wie die Frauen der Ansar. Uns wurden sehr viele Begebenheiten überliefert, die sich zwischen Aisha radiallahu anha und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugetragen haben. Subhanallah, wir können sehr viel aus ihrem Eheleben lernen. Aisha gewährt uns einen Einblick in das Leben des Propheten alaihi wasallam, den uns niemand sonst geben kann. Womöglich liegt genau darin die Hikma Allahs. Aishas Heirat mit dem Propheten in einem frühen Alter erlaubte ihr Augenzeugin zu sein über all die persönlichen Details seines Lebens. Da Aisha radiallahu anha ein sehr langes Leben lebte. Aisha starb 58 Jahre nach der Hijra. Viele Ahadith wurden von Aisha überliefert. Von ihr erfahren wir, wie der Gesandte alaihi salam schlief, wann er badete, wie der Gesandte alaihi salam sich hinter verschlossenen Türen verhielt und welchen Aufgaben er nachging. Wir erfahren Intimes über den Propheten und entdecken seine romantische Seite. Wie sonst hätten wir davon erfahren, wenn nicht durch die Überlieferungen Aishas? Sie, radiallahu anha, lässt uns das Haus des Gesandten sallallahu alaihi wasallam betreten. Nun, wie waren sie als Paar? Beginnen wir mit einem sehr schönen Hadith. Eines Tages saß Aisha bint Abi Bakr und erzählte die Geschichte über 11 Frauen, die vor der Gesandtschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebten. Die letzte Frau von ihnen sagte, Abu Zar, was lässt euch wissen, wer Abu Zar ist? Ich war eine arme Frau, die mit den Schafen und Ziegen lebte. Und Abu Zar fand mich. Er heiratete mich und machte mich zu einer reichen Frau. Aisha erzählt weiter über die Frau. Mein Magen war stets voll. Immer hatten wir weitere Tiere neben dem Haus. Falls ein Gast vorbeikam, konnten wir sie anrichten. Und unsere Kinder gehorchten uns. Doch nach all diesen wunderbaren Dingen, die wir hatten, ließ sich Abu Zar von mir scheiden. Und nachdem Aisha radiallahu anha zu Ende erzählt hatte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr, ich bin zu dir wie Abu Zar zu Zarwa, aber ich werde dich niemals scheiden. Und Aisha sagte, nein, du bist besser als Abu Zar zu Zarwa. Eines Tages reiste der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit einer Gruppe seiner Gefährten und er sagte zu ihnen, dass sie vorausgehen sollen. Aisha wusste nicht, was vor sich ging. Und als die Gefährten sich entfernt hatten,
sagte der Prophet zu Aisha, lass uns um die Wette laufen. Aisha radiallahu anha sagt, zuerst besiegte ich den Propheten und dann ließ ich ihn gewinnen. Und dann machte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam über mich lustig. Subhanallah, es war diese gewisse Verspieltheit, die sie in ihrer Beziehung hatten, eine romantische und feste Bindung, die Aisha und den Propheten verband. Ein authentischer Hadith, überliefert von Amr ibn al-As radiallahu anha. Er dachte, dass ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam am meisten liebte. Und eines Tages kam er zum Propheten und sagte, Ja Rasulallah, wen liebst du am meisten? Aisha, sagte der Gesandte. Amr dachte nach und sagte zum Propheten a.s. Und von den Männern? Amr ibn al-As hoffte, zumindest unter den Männern bevorzugt zu werden. Da sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ihren Vater. Ein anderer Hadith zeigt uns den Stellenwert Aishas radiallahu anha. Fatima, die Tochter des Propheten, kam zu ihm und er fragte sie, Liebst du nicht das, was ich liebe? Sie sagte, ja. Dann zeigte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Aisha und sagte, Wenn du liebst, was ich liebe, musst du Aisha radiallahu anha lieben. Eines Tages kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Aisha und sagte, Ja Aisha, ich weiß, wann du böse auf mich bist. Wie? Fragte sie. Wenn du böse auf mich bist, sagte er, schwörst du beim Herrn von Ibrahim a.s. Und wenn du glücklich bist, schwörst du beim Herrn von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagte, ja, du hast recht. Subhanallah. Seht nur, wie harmonisch die Beziehung zwischen unserem Propheten Muhammad a.s. und unserer Mutter Aisha bint Abi Bakr radiallahu anha war. Salama berichtet, dass der Gesandte jedes Mal, bevor er in die Moschee ging, seine Frau küsste. Subhanallah, sie teilten selbst ihr Besteck. Aisha sagte, eines Tages saß ich mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wir tranken und aßen gemeinsam etwas Hühnchen. Subhanallah, ich trank aus dem Glas und gab es dem Propheten. Und er trank von derselben Stelle, von der ich getrunken hatte. Dann aß ich etwas Fleisch und gab es dem Propheten. Und er aß von derselben Stelle, von der ich gegessen hatte. Seht mal diese schöne Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Ehefrau behandelte. Eine sehr schöne Geschichte wird von Aisha bei Al-Bukhari überliefert. Sie sagt, eines Tages war der Prophet auf einem Feldzug und er nahm mich mit. Wir waren an einem Ort namens Ba'ida. Es war spät nachts, die Sahaba waren vom Feind umzingelt und ich bemerkte, dass ich meine Halskette verloren hatte. Also ging ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm davon. Da befahl der Prophet der gesamten Armee anzuhalten und ließ jeden nach der Halskette suchen. Stellt euch vor, wie verwundert die Sahaba gewesen sein mussten. Sie konnten sich nicht beim Propheten sallallahu alaihi wasallam beschweren, also gingen sie zu Abu Bakr und sagten, siehst du, was Aisha getan hat? Sie hält den Gesandten alaihi wasallam auf und sie hält uns alle auf, nur wegen einer Halskette. Es wurde noch schlimmer, sie blieben ohne Wasser. Aisha sagte, der Gesandte alaihi wasallam schlief auf meinem Schoß und Abu Bakr kam wütend zu mir. Er wollte den Gesandten nicht aufwecken, also zwickte er mich in den Oberschenkel und sagte, siehst du, was du angerichtet hast? Siehst du die Qualen, die du uns verursacht hast? Aisha radiallahu anha sagte, er zwickte meinen Oberschenkel, bis er mir wehtat. Das Einzige, das mich daran hinderte, aufzuspringen, war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in meinem Schoß schlief. Obwohl Aisha Schmerzen hatte, bewegte sie sich nicht, um den Propheten nicht zu wecken. Am nächsten Morgen offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala, macht weiter und nehmt Tayammum. Aisha sagte, Usaid kam zu uns und sagte, das ist nicht die erste Baraka, die von euch gekommen ist, o Familie von Abu Bakr. Wir erhielten so viel Segen von euch. Als das Kamel, auf dem ich geritten bin, aufstand, fand ich meine Halskette. Kommen wir zum Ereignis von Ifk. Ifk ist eine Art Verleumdung. Lasst uns Aisha radiallahu anha die Geschichte erzählen. Sie sagte, bevor der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auf Reisen ging, ließ er seine Frauen auslosen, welche ihn begleiten sollte. So tat er auch bei dem Feldzug gegen Banu al-Mustala. Ich wurde ausgelost, also nahm er mich mit. Wir aßen nur leichte Kost, also waren wir leicht. Ich saß in meinem Haudaj, während mein Kamel aufgesattelt wurde. Der Mann, der für das Aufsatteln zuständig war, packte dann den Haudaj und hob ihn auf den Rücken des Kamels. Und dann führte er das Kamel am Kopf. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Reise beendet hatte, befahl er der Gemeinschaft, nach Hause zurückzukehren. In der Nähe von Medina rastete er für einen Teil der Nacht. Ein Muazzin rief dann jedermann auf, weiterzureisen, und die Leute befolgten. Ich ging hinaus, um mich zu erleichtern. Ich trug eine Halskette aus Onyxperlen von Dafar. Als ich fertig war, rutschte die Kette von meinem Hals, ohne dass ich es merkte. Nachdem ich wieder aufsetzte, bemerkte ich, dass die Halskette nicht mehr da war. Aber die Leute begannen weiterzuziehen.
Ich ging wieder zurück und suchte nach der Kette. Und ich fand sie. Der Mann, der mit dem Aufsatteln meines Kamels fertig war, hob inzwischen meinen Haudatsch und merkte nicht, dass ich nicht drin war. Er befestigte ihn auf dem Kamel und dachte, ich wäre im Haudatsch. Dann nahm er das Kamel am Kopf und führte es davon. Als ich wieder am Rastplatz zurück war, war absolut niemand mehr dort. Jeder war bereits weitergezogen. Also hüllte ich mich in meinem Umhang und legte mich hin. Ich war mir sicher, dass sie zurückkommen würden, sobald sie bemerkten, dass ich nicht da bin. Ich schwöre, dass ich dort lag, als Safwan Ibn al-Muattal as-Sulami vorbeikam. Aus irgendeinem Grund war er hinter den anderen Kriegern zurückgeblieben und hatte die Nacht nicht mit ihnen verbracht. Er hatte mich gesehen, bevor uns der Schleier vorgeschrieben worden war. Als er mich sah, sagte er, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dann fragte er, was hat dich zurückbleiben lassen? Ich sprach nicht zu ihm. Dann brachte er das Kamel und sagte, du reitest. Er blieb mir fern. Ich setzte auf und er führte das Kamel am Kopf, mit schnellem Schritt, um die anderen einzuholen. Ich schwöre bei Allah, weder haben wir sie eingeholt, noch haben sie mich die ganze Nacht vermisst. Als sie angehalten hatten, erschien der Mann mit mir auf dem Kamel. Und jene, die die Verleumdung verbreiteten, begannen zu reden. Ich wusste nichts davon. Sie sahen, dass Safwan und Aisha alleine gekommen waren. Also fingen sie an, Gerüchte zu verbreiten und Aisha radiallahu anha zu beschuldigen. Wir reisten weiter nach Medina und bald darauf wurde ich krank. Ich bekam nicht mit, was um mich geschah. Die Gerüchte erreichten bald den Gesandten a.s. und meine Eltern. Aber sie erzählten mir überhaupt nichts davon. Ich bemerkte nur, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mir gegenüber nicht so nett wie üblich war. Ich tat so, als bemerkte ich es nicht. Als er hineinkam, um nach mir zu sehen, war meine Mutter anwesend. Sie hatte sich um mich gekümmert. Er fragte nur formell, Kaifatikum. Diese Kälte seinerseits ärgerte mich schließlich und ich fragte ihn, Ja Rasulallah, wenn du erlaubst, würde ich gerne bei meiner Mutter bleiben, damit sie sich um mich kümmert. Und der Gesandte a.s. hatte nichts dagegen. Also ging ich zu meiner Mutter. Ich wusste weiterhin nicht, was vor sich ging, bis ich etwa 3 Wochen später genesen war. Jede Nacht gingen die Frauen hinaus, um sich zu erleichtern. Eines Nachts tat ich dasselbe in Begleitung von Mustah. Sie ging neben mir, als sie über ihren Mantel stolperte und schwor, Verderben auf Mustah. Mustah war der Spitzname ihres Sohnes Auf. Und ich fragte, warum sagst du das über deinen Sohn? Sie sagte, haben dich die Neuigkeiten noch nicht erreicht, o Tochter von Abu Bakr? Welche Neuigkeiten, fragte ich. Dann erzählte sie mir über die Gerüchte, die verbreitet wurden. Aisha radiallahu anha sagt, ich schwöre, ich war so bestürzt. Ich konnte mein Geschäft nicht erledigen und ging nach Hause. Ich heulte so sehr, ich dachte, meine Leber würde platzen. Ich sagte zu meiner Mutter, möge Allah dir vergeben, dass du mir nicht erzählt hast, was die Leute über mich sagen. Sie sagte, Tochter, nimm es nicht so tragisch. Welcher schönen Frau, die einen Ehemann hat, der sie liebt, passiert es nicht, dass ihre Nebenbuhlerinnen und andere Leute schlecht über sie sprechen? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sprach zu den Leuten über dieses Thema. Dann lobte er Allah subhanahu wa ta'ala, dankte ihm und sagte, warum verschaffen mir Leute Sorgen wegen meiner Familie und sprechen Unwahrheiten über sie? Ich schwöre bei Allah, ich kenne nichts als Gutes über sie. Sie sagten auch dasselbe über einen Mann, über den ich nichts als Gutes gehört habe. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte hier, ich weiß nur Gutes über Aisha und ich weiß nur Gutes über Safwan. Die meiste Schuld an dieser Verleumdung trifft Abdullah bin Ubay bin Salul, einige der Khazraj und Mustah und Hamna, die Tochter von Jahsh. Aisha radiallahu anha berichtet, dann kam der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu mir. Bei mir waren meine Eltern und eine Frau der Ansar. Ich heulte und auch sie heulte. Er setzte sich hin, lobte und dankte Allah und sagte dann, Aisha, du hast erfahren, was die Leute über dich sagen. Ittaqillah, fürchte Allah. Wenn du wirklich Falsches getan hast, wie sie sagen, dann bereue vor ihm. Sobald er das gesagt hatte, trockneten meine Tränen. Ich wartete, dass meine Eltern in meinem Belang etwas sagen, aber sie schwiegen. Als ich merkte, dass sie keine Stellung in meinem Belang abgeben würden, fragte ich, wollt ihr Rasulullah nicht antworten? Bei Allah, sagten sie, wir wissen nicht, was wir antworten sollen. Ich schwöre, ich kenne keinen Haushalt, der jemals so gelitten hätte, wie der Haushalt von Abu Bakr. Ich brach erneut in Tränen aus. Dann sagte ich, bei Allah, ich werde niemals bei Allah für diese Sache bereuen. Ich schwöre, ich weiß allzu gut. Würde ich bestätigen, was die Leute sagen, während Allah weiß, dass ich unschuldig bin, würde ich etwas bezeugen, das nicht geschehen ist. Aber würde ich abstreiten, was sie behaupten, würdet ihr mir nicht glauben. Dann versuchte ich mich an den Namen von Jakub zu erinnern, aber er fiel mir nicht ein. Also sagte ich, aber ich werde sprechen, wie der Vater von Yusuf sprach. Darum bleibt mir nichts anderes übrig, als Geduld zu üben und mich auf Allah zu verlassen. Ich schwöre, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat seinen Sitz nicht verlassen,
bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbarte, was er ihm für gewöhnlich offenbarte. Er war in seinen Umhang verhüllt und hatte ein Lederkissen unter dem Kopf. Der Gesandte erhielt den Wahi. Als ich das bemerkte, war ich keineswegs besorgt. Ich wusste, dass ich unschuldig war und dass Allah mir nicht Unrecht tun würde. Ich schwöre bei dem, der Aisha's Seele in seiner Hand hält. Sobald der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bei Bewusstsein war, dachte ich, dass meine Eltern vor Angst sterben würden, wenn von Allah bestätigt würde, was die Leute sagten. Der Gesandte setzte sich auf. Sein Gesicht war mit Tröpfchen benetzt, wie im Winter. Er wischte sich den Schweiß vom Gesicht und sagte: Freue dich, Aisha. Allah, der Allmächtige und Herrliche, hat die Bestätigung deiner Unschuld herabgesandt. Alhamdulillah. Dann ging der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hinaus und rief zu den Leuten und rezitierte, was Allah, der Allmächtige und Herrliche, in dieser Sache offenbart hatte. Dann ordnete er an, dass Mustah ibn Usasa, Hassan bin Sabit und Hamna, jene, die am heftigsten die Verleumdung verbreiteten, ausgepeitscht werden. Das war die Geschichte über Al-Ifk, die uns Aisha radiallahu anha überlieferte. In anderen Überlieferungen wird berichtet, als diese Ayat offenbart wurden und der Gesandte ihnen die Neuigkeiten mitteilte, sagte die Mutter von Aisha zu ihr: Gehe zum Gesandten Allahs und bedanke dich bei ihm. Aisha radiallahu anha sagte: Nein, das werde ich nicht. Ich werde nur Allah subhanahu wa ta'ala danken. Sie war noch etwas beleidigt. Gegen Ende seines Lebens, das heißt in den letzten 13 Tagen, sagte der Gesandte jedes Mal, als er zu den Häusern seiner Frauen ging: Wo werde ich morgen sein? Wo werde ich morgen sein? Mit diesem Enthusiasmus ging er zum Hause von Aisha radiallahu anha. Die Verbindung zwischen unserem Propheten und unserer Mutter Aisha war außergewöhnlich. Selbst in seiner Krankheit, mit wem wollte er da sein? Er wollte mit unserer Mutter Aisha bint Abi Bakr sein. Letztendlich kam der Tag, um mit Aisha radiallahu anha zu sein. Und als er davon erfuhr, war er glücklich. Die anderen Frauen des Gesandten sagten: Von diesem Tag an kannst du mit Aisha sein. Allah subhanahu wa ta'ala teilte dem Gesandten mit: Du wirst sterben und sie werden sterben. Gegen Ende seiner Krankheit begann der Prophet a.s. die Schmerzen des Todes zu spüren. In dieser Zeit hat unsere Mutter Aisha radiallahu anha dem Propheten sallallahu alaihi wasallam großen Enthusiasmus gespendet. Sie sagte: Eine der Belohnungen Allahs mir gegenüber war, dass der Gesandte Allahs in meinem Haus gestorben ist und ich noch am Leben war. Sie sagte: Er starb zwischen meiner Brust und meinem Nacken, während er an mir lehnte. Er blickte zur Decke und begann seine Lippen zu bewegen. Ja Allah, verzeih mir und habe Gnade mit mir und vereine mich mit den höchsten Gefährten. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam im Alter von 63 Jahren starb, lag er im Schoß unserer Mutter Aisha radiallahu anha. Eine 18-jährige Frau, die niemals nach ihrem geliebten Ehemann und Propheten heiraten sollte. Aisha sagte: Ich machte Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja Allah, lass mich meinen geliebten Ehemann in meinen Träumen sehen. Und Allah antwortete auf meine Dua, indem er mich ihn jede zweite Nacht in meinen Träumen sehen ließ. Ich konnte das manchmal nicht tolerieren. Also machte ich noch mehr Dua. Allah erhörte meine Dua und ich sah ihn jede Nacht in meinen Träumen. Ihr Leben unter Abu Bakr war sehr kurz. Wir wissen, dass Abu Bakr nur 2 Jahre nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam starb. Innerhalb kurzer Zeit verlor Aisha radiallahu anha ihren Ehemann und ihren Vater. Ihre Mutter Rumman war 6 Jahre nach der Hijra verstorben und Aisha war nun ohne ihre Eltern. Unter Umar radiallahu anha blühte ihr Leben auf. Es war jene Periode, in der Aisha radiallahu anha Ruhm als Gelehrte erlangte. Ähnlich war ihr Leben auch unter Uthman radiallahu anha. Mit seiner Ermordung jedoch und während der Zeit von Ali radiallahu anha erfuhr ihr Leben eine schwere Wende. Möglicherweise wurde keine Epoche ihres Lebens mehr hinterfragt als die unter dem Kalifat von Ali ibn Abi Talib radiallahu anha und von Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anha. Als Uthman radiallahu anha in Medina ermordet wurde, war unsere Mutter Aisha radiallahu anha auf Hajj. Sie wurde unmittelbar darüber informiert. Aisha unterbrach ihren Hajj und machte sich auf nach Basra, um Ali zu treffen und für Frieden zu sorgen. Unglücklicherweise ereigneten sich einige Vorfälle und unsere Mutter Aisha fand sich inmitten eines Konfliktes wieder. Wir wissen, dass die Kämpfe zwischen den Anhängern Alis und den Anhängern von Muawiyah stattfanden. Aisha radiallahu anha ritt hinaus auf einem Kamel. Deswegen wurde die Schlacht als die Schlacht des Kamels bekannt. Sie erschien auf einem Kamel und die Armee von Ali siegte über die andere Armee. Ich denke, dass dieses Problem am besten beschrieben werden kann mit den Worten von Umar ibn Abdulaziz radiallahu anha, der sagte: Diese Prüfung ist eine Prüfung, vor der Allah subhanahu wa ta'ala unsere Hände bewahrt hat.
sollten wir nicht unsere Zungen davor bewahren? Danach sagte Umar ibn Abdulaziz nichts weiter. Worauf beruft sich Aisha radiallahu anha? Auf den Koran, auf den Koran. Und wir sehen, dass sie am Ende ihres Lebens, als sie im Sterben lag, zum Koran gegriffen hat. Abdullah ibn Abbas radiallahu anha wollte Aisha vor ihrem Tod besuchen. Sie war zu diesem Zeitpunkt in großen Schmerzen. Sie sagte, ich fürchte, dass dieser Mann, der mich besucht, dass er mich zu viel loben würde. Sie wollte nicht in Hochmut sterben. Sie wollte nicht sterben und dafür gelobt werden. Doch zu ihr wurde gesagt, es ist der Cousin des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und einer der angesehensten Muslime. Dann ließ sie ihn hinein. Abdullah fragte, wie geht es dir? Subhanallah, seht mal, wie unsere Mutter antwortete. Es geht mir gut, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala fürchte. Abdullah ibn Abbas lobte sie und Aisha radiallahu anha sagte darauf, Ja Rab, ich wünschte, ich wäre vorher gestorben und ich wäre in Vergessenheit geraten. Kurz darauf starb unsere Mutter Aisha radiallahu anha. Sie wurden in Al-Baqi bestattet, während der Nacht, wie sie es gewünscht hatte.